Unzählige Arztgespräche, nervenaufreibende Untersuchungen, möglicherweise eine Chemotherapie, Bestrahlungen oder Operationen folgen auf den ersten Schock. Die Zahl der Krebspatienten ist im Aufwärtstrend und immer mehr Menschen müssen sich im Laufe ihres Lebens dieser schwerwiegenden Diagnose stellen. Ich darf das vielleicht sogar mit Blick ins letzte Jahrhundert sagen. Ich habe in den 80er Jahren angefangen, mit Tumorpatienten zu arbeiten. Wir hatten in unserer Ambulanz 4, 5 Patienten am Tag. Heute sehe ich in einem regulären Ambulanztag 20 Patienten, 25 Patienten. Die Zahlen sind nach oben gegangen und auch in den letzten Jahren nach oben gegangen. Sie sind nicht nur deshalb mehr geworden, weil wir viele ältere Patienten haben, sondern weil die Patienten länger überleben. Es gibt junge Patienten, die hatten früher eine schwere Erkrankung und ja, leider sind sie nach einem halben Jahr war die Erkrankung zu Ende. Und heute lebt man mit solchen Erkrankungen 2 Jahre, 4 Jahre. Man überlebt, hat vielleicht sogar ein reguläres Leben. Schon allein dadurch nimmt die Zahl der Patienten zu. Und bei denen, wo wir den Krebs nicht vollständig besiegen können, auch da sind die Zeiten verdreifacht, vervierfacht. Das ist eine Zunahme, der wir Herr werden müssen. Und wo wir immer noch dem Patienten das Gefühl geben müssen, du bist nicht eine Nummer in dem großen Betrieb, sondern du bist derjenige, mit dem wir als Menschen zu tun haben. Die Onkologie im Asklepios-Klinikum hat sich auf die Krebspatienten eingestellt. Der Standort Schwedt gilt seit Jahren als Tumorzentrum in Brandenburg. Die Versorgung der Patienten erfolgt unter anderem ambulant in der onkologischen Tagesklinik. Hier unten bekommen die Patienten die ambulante Chemotherapie, das heißt, sie kommen an dem Tag, bekommen ihre Therapie, werden hier versorgt, bekommen auch Verpflegung und wenn dann alles geschehen ist, dann können sie wieder nach Hause gehen. Wenn auch alles, wenn es ihnen gut geht, wenn jetzt nicht irgendwelche Sachen aufgetreten sind, können sie dann auch wieder nach Hause gehen. Und das ist eigentlich auch das, was die Patienten schätzen, dass sie eben nach Hause gehen können. Das ist sehr wichtig für sie. Also dass sie eben so wenig wie möglich sich stationär aufhalten, zu Hause in ihrem gewohnten Umgebung sind. Und das wird halt damit gewährleistet. Das Leben verändert sich mit der Krebsdiagnose auf einen Schlag. Daher ist ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Ärzten und dem Pflegepersonal umso wichtiger. Auch der 33-jährige André Grunewald aus Angermünde musste sein Leben im vergangenen Jahr von jetzt auf gleich umstellen. Die habe ich am 8. Juni bekommen, die Diagnose, dass ich Leukämie habe. Ja, und dann gleich Sachen dann gepackt und ab nach Schwedt. Wie ging es dann weiter? Ja, dann ging erstmal los, Untersuchungen dann nochmal und dann Chemotherapie. Dann noch eine. Dann wurde in Berlin angerufen, wurde da einen Termin gemacht. Ja, wegen Stammzellen. Da habe ich nochmal eine gekriegt, eine Chemo, und dann geht ab nach Berlin. Man ist sehr stolz auf die Zusammenarbeit hier, Berlin, und dann auf das Team von der Onkologie. Also da Hut ab. Zusammenarbeit und Kommunikation sind die zentralen Schwerpunkte. Um eine optimale Versorgung auf allen Ebenen zu gewährleisten, müssen sich die Experten vernetzen. Das geschieht in der sogenannten Tumorkonferenz. Einmal pro Woche kommen die behandelnden Ärzte aller Abteilungen zusammen und beraten den Therapieplan für die Patienten gemeinsam, fachübergreifend. Auch Strahlentherapeuten aus Eberswalde und Pathologen aus Greifswald sind dank moderner Kommunikationswege dazugeschaltet. Viele unserer Patienten erzählen, sie waren beim einen Arzt und als sie zum anderen Arzt gekommen sind, fehlten Informationen. Deshalb ist unser ganz großes Augenmerk darauf, dass dieser Informationsfluss funktioniert. Was wir hier in der Ambulanz notieren, dass das auch für die Stationsärzte zugänglich ist. Und wenn der Patient morgens mit Fieber kommt, dass wir ihn eine Stunde später aufnehmen können und gleich ein Blatt und eine Antibiotikatherapie für ihn fertig haben. Man nennt das so ein bisschen Medizin aus einer Hand. Natürlich ist es nicht eine, sondern es sind viele Hände hier, die zusammenarbeiten. Aber zum letztendlich ist es für unsere Patienten ein gutes Gefühl, die Sicherheit eines Krankenhauses im Hintergrund zu haben, wenn wir so eine doch sehr komplexe und zum Teil belastende Therapie anbieten. André Grunewald hat einen Stammzellspender gefunden und kann jetzt langsam versuchen, in den privaten und beruflichen Alltag zurückzufinden. Soweit ist Maria Marschinek noch nicht. Die 44-Jährige liegt auf Station und absolviert derzeit den 3. Chemoblock. Am Anfang war für mich ja, wie ja, Actionfilm. Oder ja, habe ich gar nicht geglaubt. Ja. Da habe ich alles an der Seite geschoben. Ja. Ja. Und jetzt langsam nehme ich wahr und ja.
Wie ist es hier auf der Station? Wie werden Sie behandelt? Wie werden Sie aufgenommen? Naja, ich muss ehrlich sagen, überall, hier auf Station, Tagesklinik, ambulante Sprechstunde, alles wirklich sehr gut. Alles Personal ist freundlich, nett und professionell. Ja. Ich fühle mich sicher, gut behandelt. Warum soll ich nach Berlin fahren? Ich bin sehr zufrieden. Die gebürtige Polin lebt seit vielen Jahren in Schwedt und schätzt die heimatnahe medizinische Versorgung. Ich würde mir wünschen, dass der Tumorpatient nicht als, ja, im Krankenhaus würde man sagen, der Patient am Ende des Krankenhauses oder in der Familie als Belastung oder in unserer Gesellschaft als finanzielle Belastung gesehen wird. Es ist richtig, Tumorpatienten sind keine einfachen Patienten. Sie haben vielschichtige Probleme, die Behandlung ist teuer, aber wir müssen uns dieser Fragestellung stellen, denn irgendwann, und das hört sich hart an, wird die Hälfte von uns betroffen sein, Sie oder ich. Irgendeiner von uns wird in der Zukunft als Tumorpatient erscheinen. 50% der Bevölkerung wird eine Krebserkrankung kriegen. Was wir hier tun, tun wir nicht nur für die anderen, sondern auch für uns. Der weitere Ausbau von medizinischer Versorgung auf hohem Niveau, aus einer Hand und mit kurzen Wegen, kommt am Ende allen zugute. Das Asklepios Klinikum Uckermark hat sich auf diese Herausforderungen eingestellt.